Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zur Let's Play Lebendige Welt Staffel 4. Dieses Mal handelt es sich wieder um einen Stream-Mitschnitt und meine beiden Mitspieler sind der liebe Anubisat und Golgari. Wir starten mit der Episode. So, und zwar, indem wir hier auf die Krone gehen, auf Staffel 4 der Lebendigen Welt und lang lebe der Lich! Kommandeur, ihr wisst doch, dass ich euch lieb habe, nicht wahr? Ihr seid in Schwierigkeiten, habe ich recht? Ich meine, Schwierigkeiten ist so ein starkes Wort. Raus mit der Sprache, Taimi. Gorik hat es geschafft, dass man ihn verhaftet hat oder unter Quarantäne gestellt. Aber wenn ihr zu seiner Anhörung kommt, kriegt ihr ihn doch sicher frei. So viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Einzelheiten besprechen wir, wenn ihr hier seid. Ratskammer von Amnun. Danke, Kommandeur. Ihr seid klasse. Tja, solche Leute lieben wir, oder? Die uns erstmal was abfallen und dann sagen, ihr seid spitze. Taimi ist toll. Ob ich ihr das mal genauso sagen soll? Danke, Taimi, du bist klasse. Sie wird sich riesig freuen. Sie wird sich bestimmt riesig freuen. Ratskammer von Amnun. So, die ist hier. Nehmt an Goriks Prozess teil. Trefft Taimi in der Ratskammer von Amnun im Gemeindezentrum. Da. Oh, schöner Screen. Festgesetzt. So viel kann ich spoilern. Je nachdem, mit was für einem Charakter ihr die Geschichte zu diesem Zeitpunkt hier spielt, sind wieder mal Dialoge und so weiter anders. Lohnt sich also, mit mehreren Kulturen mal durchzuspielen. Mit Dummy stehe unter eurem Kleid. Ups. Also ich passe da ziemlich gut runter. Das ist fast wie mit den Freischwinger-Shards. Nur ist es bei dir wahrscheinlich drunter leckerer. So. Und für mich kann es ein bisschen stachelig sein. Ich kann die ja wegmachen. Ich bin da flexibel. Heute ist die Gerichtsverhandlung gegen diesen Asura. Ihr glaubt, es hat 5 Kavaliere gebraucht, um ihn festzunehmen? 5 Kavaliere? Okay. Einen Asura. Also was muss man hier austasten? Er bekommt tatsächlich eine Anhörung? Es ist etwas diffizil, weil er ein Fremdling ist. Ihr wisst schon, eine Frage der Zuständigkeit. Der kleine Spinner hat sich gewehrt, als wir ihn reingeschleppt haben. Ich hoffe, er wird verurteilt. Der kleine Spinner, okay. Oh, Zwillinge. Amira? Nee, doch nicht. Aber fast. Und die reden nicht. Okay. Oh, Taimi. Die Verhandlung beginnt zeitig. Hier ist eine kurze Zusammenfassung. Beim Erforschen der Seuche fand Gorik heraus, dass sie nur Menschen infiziert. Wirklich? Das ist eine Riesensache. Ja, nicht wahr? Leider hörten ihn Einheimische über seine Arbeit reden und ließen ihn festnehmen. Nur gut, dass er immer von der Pestilenz spricht. Niemand weiß also, dass er an der Skarabäenseuche arbeitet. Erwähnt ihren Namen unter keinen Umständen, sonst lassen sie ihn niemals frei. Ich soll beim Empfang des Schiffes der tyrianischen Delegation dabei sein. Also los. Herr Gorik, ihr werdet beschuldigt, konspiriert zu haben, um eine tödliche Seuche auf unsere Stadt loszulassen. Bekennt ihr euch schuldig oder nicht? Erstens heißt das nur Gorik. Asura haben keine Nachnamen. Und zweitens, bitte notiert das, der Unterschied ist sehr wichtig. Es ist keine Seuche, es ist eine Pestilenz. Also, ich wäre dann bereit für das Urteil. Wenn niemand hier für diese Kreatur zu sprechen wünscht... Ich hab da mal Wörtchen mitzureden. Also, falls das Gericht nichts einzuwenden hat, dann spreche ich. Ratsmitglied Maya Men, wenn das Gericht nichts einzuwenden hat, würde ich gerne sprechen. Oh, Heldin von Amnun. Es wäre uns eine Ehre.
Ich wusste nicht, dass ihr wegen dieses Falls hier seid. Ihr habt das Wort. Obwohl ich wirklich nicht weiß, was mich dazu bewegen könnte, diese verseuchte Bedrohung auf unsere Stadt loszulassen. Verseucht? Oh, das habe ich gar nicht erwähnt. Um zu beweisen, dass die Krankheit nur Menschen befällt, hat er sich selbst angesteckt. Aber es ist nichts geschehen. Es ist Wie nichts geil. Geschehen? Er lässt mit Absicht einen Käfer unter seiner Haut wachsen. Oh, Verzeihung, was wächst ihm bitte wo? Oh, genau. Das ist eine neue Art Käfer, die uns helfen könnte bei... Ihr wisst schon was. Er heißt Petey. Bisschen kälteempfindlich, aber sonst ein tolles Versuchsobjekt. Schrägstrich Haustier. Ruhe bitte. Kommandeur, bisher sieht es nicht gut aus für eure Sache. Mein Gott, wie geil ist der bitte? Hey, ich infiziere mich einfach damit, um den Beweis anzutreten. Und ich lasse einen Käfer unter meiner Haut wachsen. Ja, hätte ich genauso gemacht. Euer Ehren, habt ihr Gorik untersuchen lassen? Euer Ehren, habt ihr Gorik untersuchen lassen? Ich wollte keinen Arzt das Risiko eingehen lassen, sich dem auszusetzen, aber da wächst ein Käfer unter seiner Haut und, naja, seht ihn euch an. Hey, Naiden, ja, dann herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für dein Kompliment. Dankeschön. Ihr gebt also zu, keine medizinischen Beweise zu haben, dass er infiziert oder ansteckend ist? Nun ja. Soweit ihr sagen könnt, ist der Käfer also harmlos und Gorik ist gesund wie ein Doljak. Nicht mehr, wenn ich mit ihm fertig bin. Da steht das Gericht nun tatsächlich vor einem Problem. Untersuchen kann ich ihn nicht lassen aus Angst vor der Ansteckungsgefahr. Aber festhalten kann ich ihn auch nicht aus Mangel an unterstützendem Beweismaterial. Vielleicht haben wir zu hastig gehandelt. Aufgrund des Mangels an konkreten Beweisen und da ihr euch für seinen Charakter verbürgt, beschließt das Gericht hiermit, Gorik freizulassen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut, Kommandeur. Herr Gorik, ihr seid frei. Gerichtsdiener, gebt den Schlüssel ab und geht. Entschuldigt ihr uns bitte, Kommandeur? Wie sie ihn eiskalt ignoriert und Herr Gorik sagt. Schön. Ja, ich hoffe auch, dass wir wissen, was wir tun. Was wäre euer Vorschlag gewesen? Ihn gleich einen Kopf kürzer machen? Nein. Er hat so wunderschöne lilafarbene Augen. Der sieht doch so aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, oder? Wo ist denn da der Käfer, bitte? Ich sehe den auch nicht. Der ist vielleicht vorne. Also ich meine... Sonst hatte ich bisher bei Asura nie das Gefühl, dass da irgendwo ein Gemächt sitzt. Aber vielleicht ist da doch eins. Ich sehe es nicht. Vielleicht unter den Haaren. Ich finde, der hat eine ganz schön hohe Frisur. Ich glaube, da kommen Haare aus den Ohren, aber... Wir lassen ihn mal frei. Vielleicht kriegen wir das damit. So. Mach mal auf da. Na komm raus. Idioten. Ich glaube, das Wort, nach dem ihr sucht, ist Danke. Egal, jetzt ist es vorbei. Ihr zwei könnt wieder an die Arbeit zurück. Meine Materialien sind an den Docks beschlagnahmt worden. Und Blish, den haben sie einfach zu unseren Sachen geschmissen, wie einen Gegenstand, wie irgendein Besitztum. Dann treffen wir uns bei den Docks. Sie ist wirklich größer als mein Charakter. Ey, könnt ihr euch erinnern, als Timmy noch so klein war? Oh Mann. Bitte sagt mir, dass ihr eure Lektion gelernt habt, Gorik. Auf jeden Fall. Unterschätzt niemals die Dummheit der Massen. Ich meine, dass ihr in der Öffentlichkeit mit euren heiklen Experimenten prahlt. Soll ich jetzt etwa auf die Neurosen und die Paranoia meiner ganzen Umgebung Rücksicht nehmen? Nur wenn's euch was ausmacht, gelegentlich im Gefängnis zu landen. Ich würde euch Leute wirklich gerne verstehen. Okay, alles klar. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glaubt man's, dass die den Asura gerade haben laufen lassen? Da ist er. Da drüben. Unglaublich.
Kommt immer bloß drauf an, wen man kennt in dieser Welt, was? Tut mir leid. Hey, er ist der Bro vom Kommandeur. Irgendwie. Ich bin mir da selber noch nicht so sicher. Sockensuso hat jetzt Spinatpizza im Ofen. Mm. Stellt euch nur vor, Kommandeur. Ach, am Arm, stimmt. Hast du recht, Dragonit. Der schon wieder. Oh nein, fahren! Scheiße. Ich hatte gehofft, den haben wir in Löwenstein abgeschüttelt. Den Asura oder was die auch sind. Können wir den irgendwo aussetzen? Ich hatte gehofft, unsere Pfade würden sich kreuzen. Fürst Farin, was führt euch her? Pack-Marschall Thackeray hat ein Schiff mit Vorräten geschickt, um den notleidenden Verwüsteten Amnun zu helfen. Er bat mich, es persönlich zu empfangen. Das ist eine große Verantwortung. Ja, ich schätze, deswegen hat er mich geschickt. Das Schiff wurde schon im Hafen gesichtet. Sollte bald eintreffen. Dock 6. Sagt einmal, es würde den Lebensgeistern der Einheimischen solchen Auftrieb geben, euch zu sehen. Schenken wir ihnen etwas diplomatisches Gepränge. Ich muss jemandem helfen. Es könnte also etwas später werden. Aber natürlich, bin gern dabei. Herrlich! Die Delegation wird so beeindruckt sein. Empfangen nicht von einem, nein, gleich von zwei der berühmtesten Helden der Welt. Manu! Hat er sich gerade gemeint? Hier draußen hingeschmissen wie Abfall. Die Hälfte dieser Kisten sind geborsten, weit geöffnet. Deppen. Oh je. Nein! Oh. Meine heißgeliebten Mokka-Milben. Oh Gott. Doric, wir haben euch gerade aus dem Gefängnis geholt. Eine Milbenverseuchung bringt euch sofort wieder rein. Haha, keine Angst. Benutzt euer Reittier. Ihr könnt auch neue züchten. Kommandeur, vielleicht plättet ihr sie mit eurem Reittier. Einfach drüber reiten. Ganz langsam. Schön, das hätten wir also. Ich muss los. Kommandeur, wir sehen uns an Dock 6. Mhm. Geht es euch gut? Tu ich nicht. Ich habe einen entsetzlichen Tag. So, wo ist jetzt mein Bruder? Er muss in einer dieser Kisten sein. Hey, Blish! Blish, seid ihr irgendwo da drin? Habt ihr eure Geschwister auch schon mal in irgendwelchen Kisten gesucht? Natürlich. Ich habe meine Schwester schon mal in der Bank eingesperrt. In so einer Klappbank. Kennt ihr sowas? Aber da war die echt noch ganz schön klein. Natürlich ist er in der letzten Kiste. Wurde heruntergefahren. Nein, nein, nein. Diese Idioten haben ihn vom neuronalen Golemnetz getrennt. Das ist ein geschlossenes System. Er muss ja verrückt werden. Ihr müsst ihn neu starten, schnell. Gott, warum haben die so traurige Musik hier? Das hörte sich jetzt so merkwürdig. Das Grauen. Ich konnte nicht sehen, hören, sprechen oder mich bewegen. Ich hatte kein Gefühl für Raum und Zeit. Da war nur Leere. Oh, Blish, ihr seid wieder da. Es ist vorbei. Ich bevorzuge, dies nicht noch einmal zu erleben. Nie wieder. Das versprechen wir. Nicht wahr, Gorik? Zweifellos. Das klingt wirklich furchtbar, Blish. Seid ihr tatsächlich in Ordnung? Ich glaube schon. Es ist schön, euch wiederzusehen. Wir kümmern uns um ihn, Kommandeur. Geht voraus zum Paktschiff. Oh, okay. Geht vor zum Paktschiff. Empfangt die kreitanische Delegation. Hui. Oh, ich wusste gar nicht, dass der Skimmer auch im Schritttempo übers Wasser gleiten kann. Ganz gemächlich. Überflutet! Cool, wie wir einfach jeder einen anderen Skimmer haben. Die Hilfslieferung aus Übersee sollte bald eintreffen. Da ist das Schiff. Ich sehe es. Oh, Tatsache. Da ist das Schiff. Und wir fahren. Das sind meine Landsleute. Und Packmarschall Thackeray. Ich bin Packmarschall Thackeray dankbar für Kryters großherzige Unterstützung und für euer verheißungsvolles Erscheinen. Das hier ist jedoch elonischer Boden und unsere Leute müssen sich auf Augenhöhe begegnen.
Gut. Ich werde die Delegation empfangen und meine adligen Freunde vorstellen. Danach gesellen wir uns zu euch. Und allem Anschein nach auch zum Kommandeur. Ratsmitglied Maya Meen, Fürst Faren. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Heute darf ich mich wohl doppelt glücklich schätzen, wenn ihr mich bitte entschuldigt. Bitte. Perfekter Zeitpunkt, Kommandeur. Das Versorgungsschiff des Pakts ist... Was? Eine Runde verfolgt. Oh, alle raus? Der hat sich ja den Fortschritt gemerkt. Oh, nice. Da wackelt das Schiff jetzt ran. Teil davon. Bitte? Ja. Ja, wieso? Weiter sind wir noch nicht gekommen. Bei dem Gespräch zwischen Fürst Faren und Ratsmitglied Mayamin sind wir rausgefallen. Ich bin Paktmarschall Thackeray dankbar für Kryters großherzige Unterstützung und für euer verheißungsvolles Erscheinen. Das hier ist jedoch elonischer Boden und unsere Leute müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Ich werde die Delegation empfangen und meine adligen Freunde vorstellen. Danach gesellen wir uns zu euch. Und allem Anschein nach auch zum Kommandeur. Ratsmitglied Maya Meen, Fürst Faren. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Heute darf ich mich wohl doppelt glücklich schätzen, wenn ihr mich bitte entschuldigt. Also von vorn sieht es aus, als wären die beide sauer auf dich. Zeitpunkt, Kommandeur. Das Versorgungsschiff des Pakts ist hier. Auf mich? Kommt, stellt euch neben mich. Du standest gerade in der Mitte und die haben gerade beide nach unten geguckt. Und du standest... Ja, ich bin halt klein. Willkommen, Krytana. Es ist mir eine große Freude. Oh. Mit denen stimmt aber was nicht. Oh. Oh. Merkwürdiger Ton. Ich hab's ja gestern schon gesagt. Eine von vorne bis hinten verbackte Episode. Fahren. Leute, kommt zurück! Ich werde euch wie eklig! Lasst die Skarabäe nicht in die Stadt! Aureen, lauft durch das Gott, dann werdet ihr sie los! Kannst du schnell? Wartet mal, das ging doch so, oder? Oh, nee, doch nicht! Musste man da jetzt mit seinem Tier drüber oder nicht? Bringt euch in Sicherheit. Ich würde mal sagen, hier der Schild. Oh, okay. Bringen wir uns in Sicherheit. Jetzt müssen wir. Jetzt geht es. Los, immer drüber. Auf sie mit Gebrüll. Was ist das hier? Ich glaube, wir haben es geschafft. Mal ganz kurz den Ton gucken. Die Skarabäen sind tot. Bringt euch in Sicherheit! Oh! Fuck! Oh! Undankbares Amnun! Das ist die Strafe für eure Liebäugelei mit den Sonnenspeeren! Sieh mal einer an, der Kommandeur. Was macht ihr denn hier? Wie klein die Welt doch ist, oder wird Jokos Welt einfach nur größer? Die Skarabäenseuche ist jetzt in meinem Besitz. Und diesmal ist es die echte. Danke, dass ihr mich schon wieder nicht aufhalten konntet. Das Blutbad, das folgen wird, geht auf eure Kappe. Es wird der letzte Akt eurer erbärmlichen kleinen Geschichte. Doch eins nach dem anderen. 10 Sekunden bis zum Auftritt. Bitte Platz nehmen für den ersten Akt. Platz nehmen für den ersten Akt. Toi, toi, toi. Zeit für die Vorstellung. Oh, das ist aus dem Trailer. In einem ganz anderen Zusammenhang. Lebendig oder tot, sie alle dienen mir. Erhebt euch, meine Süßen. Erhebt euch. Meine Süßen? Überflutet! Okay, ich glaube, wir sollen hoch. Wir sollen hier ein bisschen rumblen. Besiegt die Erweckten. Aufgeladen! Kein Problem.
Lasst jetzt bloß nicht nach, Kommandeur. Die Vorstellung hat gerade erst begonnen. Zweite Szene, es tritt auf. Hysterie, die Unerbittliche. Okay. Wow, oh, sie fliegt. Ich habe dieses Talent nicht entdeckt. Da ist die Kraft. Oh, wie schnell wir die tot gebürstet haben. Oh. Duette sind göttlich, doch ich bevorzuge ein großes Ensemble. Dritte Szene, tausende Darsteller. Hm? Und nun kommt die ergreifende Todesszene des Kommandeurs. Was? Oh, Aurine ist da. In dieser Vorstellung gibt es keine Drachen. Das ist Mobelang. Niemand mag Schummler, Kommandeur. Was machen wir mit Schummlern, Hysterie? Wir töten sie. Oder wir töten Hysterie. Oh, aua, 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 aua. Oder wir töten Hysterie. Au, 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 au. Oh, shit. Moment. Das kriegen wir schon hin. Oh, aua, die macht aber viel Schaden. Und Abgang. Ich hoffe, ihr weist mir in Gandara zum zweiten Akt die Ehre, Kommandeur. Aufgeladen. Ich habe euch einen Platz in der ersten Reihe reserviert. Joko geht ab. Gandara! Oh, wie cool! Gandara, die Mondfestung, kennt ihr bestimmt noch aus Nightfall. Der übt wohl sein Lachen noch. Okay. Das Was ist hat Joko? Er jetzt hier? Oh. Meine Güte, der ist wahnsinnig. Wir haben unser Leben stets im Schatten dieses Lichts zugebracht. In der Hoffnung, er würde uns in Frieden lassen. Ich muss den Rest des Rates alarmieren. Was ist geschehen? Joko hat das Schiff abgefangen und die Besatzung sowie die Passagiere der Skarabäen solche ausgesetzt. Meine Güte, meine Güte! Ein richtiger Ausbruch! Unglaublich! Gorik! Gott, jetzt im siebten Himmel. Tut mir leid. Tragisch. Schrecklich. Dieser durchgedrehte Despot hat die Kriegsvorräte des Pakts gestohlen und meine Landsleute ermordet. Er muss sterben. Er kann nicht sterben, sagt Joko. Er erwacht immer wieder zum Leben wie ein wahnsinniges Stehaufmännchen. Das können viele bezeugen. Andererseits behauptet Joko viel, wenn der Tag lang ist. Er sagt, er habe Balthasar getötet. Der erntet doch glatt unsere Lorbeeren, was? Also, wie lautet unser Plan, Kommandeur? So einfach ist das nicht. Menschen können sich mit der Seuche anstecken. Wenn wir in den Krieg ziehen, werden eure Leute das aussitzen müssen. Mir scheint, dieser Joko hat bereits den Krieg erklärt. Und zwar uns. Ich für meinen Teil werde kämpfen. Gorik, Blish, lassen wir Fürst fahren und dem Kommandeur doch etwas Privatsphäre. Meine oh Güte, meine Güte. Das ist eine heikle Angelegenheit, Fürst Fahren. Bei eurem Kampf gegen Balthasar habt ihr mir sinnlose Arbeit aufgetragen. Das passiert nicht nochmal. Die Menschen haben am meisten zu verlieren. Die Ehre gebietet es, dass ein Kraitaner sich dem Kampf gegen dieses Monster anschließt. Dieser Kraitaner bin ich. Oh, toll. Ja, das wollen wir aber gar nicht. Ich glaube nicht, dass er es kapiert. Nee, das Beste ist, wäre doch, das Beste wäre ja wohl, wenn du versuchst, die Episode mit Menschen zu spielen und dann ab diesem Moment kommt, diese Episode kannst du leider nicht mit einem Menschen spielen. Aua, scheiße, ich klemme mich hier selber. Scheiße, das waren die Helme. Oh, böse Sünden bestraft und so fort, ne? Aua. Ah, okay. Ja, fahren. Du bist vielleicht mal eine Nullnummer. Wirklich. Ja, gut. Boah, ich will mal auf das Schiff gehen. Kann man da drauf? Gucken, ob Arena nicht das Schiff wenigstens voll ausgestattet hat. Kanonen hatte schon mal. Lass das
uns kapern. Die sind sowieso alle tot. Hui, ich bin der Kapitän. Le Capitaine. So, eine Runde Kanonen abfeuern. Kann man die abfeuern? Nein. Das wär's jetzt. Einmal auf die Kristalloase abfeuern. Uiuiui. Ja, klar. Oh mein Gott, hier steht eine Statue. Interagieren. Hier gibt es nichts zu sehen. Ach, wem mache ich was vor? Dieses Monument ist das Beste unter den Abbildern Jokos. Betrachtet es als Geschenk an Amnon für seine baldige und ein tolles Geschenk. Alles klar. Ich bin ein absoluter Förderer der Künste. Das Monument habe ich bei Palito, dem bekanntesten Bildhauer Kurnas, in Auftrag gegeben. Er liebt seltene Delikatessen, also habe ich ihm die Leber seiner Frau vorgesetzt. Der Koch hatte es mit dem Cayenne-Pfeffer etwas zu gut gemeint. Palitos Nase lief ohne Unterlass. Wer hat dieses... Wer hat das verbrochen? Wer hat das geschrieben, Raja Panik? Wie soll ich denn bitte den Tisch wegpacken? Ich brauche den Tisch und den Stuhlbereich auch. Ich habe mich meinen Arm zwischen Stuhllehne und Tisch geklemmt. Messer, Schere und auch Ring sind für Rajas kein gut Ding. Wie schnell geht es auch mal daneben, selbst mit einem Stift war es zu erleben. Darum kommt jetzt zu diesem Zweck ein gut gemeintes Pack das weg. Hört sich eigentlich an wie Flo. Ich musste 12 Stunden nackt Modell stehen, aber das war es wert. Wir wollen doch nicht Palava Joke unterbrechen. Charakter findet ihr nicht auch? Und meinen unerschütterlichen Elan. Ich musste 12 Stunden für dieses Abbild nackt stehen? Ich habe Palito auch eins von euch anfertigen lassen. Wie ihr auf Knien jammert, ach, als wolltet ihr fragen, warum, 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 warum? Die Vögel in Kurma verrichten mit Vorliebe ihr Geschenk am Kopf. Bitte? Oh, jetzt muss einer Spaß gehabt haben. Die Statue hat nichts mehr zu sagen. Das ist Frevel! Bitte. Ihr seid wohl keine Freundin der Kunst, was? Ich erwarte eine Entschädigung. Eure Leber eignet sich da prima. Nein, du kannst höchstens mein Gedärme haben. Damit kann man wenigstens schön spielen. So. Hat das Ding noch jemand an? Ich habe die Episode übrigens nicht gespielt, ne? Ich weiß von nichts. Alles, was ich hier anfasse, fasse ich aus Zufall an. Also ich meine, weil ich Dinge gerne anfasse, aber vor allen Dingen, weil auch manchmal schöne Dinge rauskommen. Fehlende das sind einfach die Episode. Wobei, warte, sagt er noch was? Ne? Oder da hinten die Leute, sagen die noch was? Gorik und so? Ah, Moment. Da ist das Ende des Spielgeländes. Insofern müssen wir sofort weg. Die schöne Statue.